Jo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Ja, zur letzten Reaction in der Saison 21-22. Um das Ganze in einem Satz auf den Punkt zu bringen, können wir eigentlich sagen, Feelings from Wolfsburg, here we go again, kann man dazu nur sagen. War zwar ein anderes Spiel, es war irgendwie genauso bitter wie letzte Woche. Spiel fing an, es war zu erwarten, dass Stuttgart Dampf machen wird. Sie hatten noch die Chance auf Platz 15, wir hatten die Chance auf Platz 6. Erste Hälfte hat man eigentlich so gut wie nur den VfB spielen sehen. Dann gibt es einen Elfmeter, der in meinen Augen berechtigt war, war nicht so clever, wie Kilian da eingestiegen ist. Hat zwar versucht, zum Ball zu kommen, hat aber dann letztlich nur den Mann getroffen, war jetzt kein bösartiges Foul, aber war halt nun mal eben ein Foul. Ja, dann gab es den Elfmeter und ich muss sagen, ich fand, der war eigentlich nicht so schlecht geschossen, denn wenn ein Keeper unten in die Ecke unterwegs ist und Richtung Ecke springt, ist es schwer, so Bälle, die nur so halb in die Ecke und unter die Latte gehen, dann noch zu halten. Und Schwäbe greift halt überragend über und haut den Ball dann quasi übers Tor. Und dann habe ich gejubelt, habe mir gedacht, boah, Schwäbe, Respekt, ey, richtig geil den Elfer gehalten. Und dann kriegst du einfach so ein Kopfballtor nach einer Ecke, nachdem du gerade einen Elfer gehalten hast. Und ein Kalajdzic kann halt gefühlt fragen, in welche Ecke willst du ihn haben? Oder willst du ihn gerade unter die Latte haben? Also war halt echt nicht gut verteidigt, kriegen dann das 1-0. Gehen dann so in die Pause. Zweite Hälfte, muss ich dann sagen, fand ich persönlich, war dann auf jeden Fall klar besser im Gegensatz zur ersten. Ja, dann kriegen wir quasi ein Tor geschenkt, weil Stuttgarts Torhüter Florian Müller da, weiß ich, was der da machen wollte, den Ball auf jeden Fall nicht erwischt und Modest steht da, wo ein Stürmer stehen muss und macht dann das 1-1. Und dann war der Punkt, Freunde, wo ich mir gedacht habe, Freunde, jetzt müsst ihr doch mal gepusht sein. Ihr seid wieder im Spiel zurück, obwohl Stuttgart 10, 15 krasse Chancen hatte. So, aber was war? Nix. So, es kam zwar nochmal die eine oder andere Chance, aber so ein richtig krasses Aufbäumen und den Fußball, den der FC diese Saison sehr oft gezeigt hat, kam halt letztlich leider nicht. Und warum mich das so ärgert, ist halt einfach, weil die Europa League zum Greifen nah war. Zwischenzeitlich war Union 2-0 am Führen. Da habe ich mir gedacht, okay, könnte sogar ein 3 oder 4-0 für Union werden. So, und dann macht der VfB Bochum zwei Tore, es steht 2-2 bei Union gegen Bochum und 1-1 bei uns. Heißt, machen wir ein Tor und in Berlin fällt keins mehr, sind wir auf Platz 6. Ja, wir haben uns da zwar noch ein paar Chancen erarbeitet, trotz allem finde ich, wenn man dann letztlich Chancen sieht, Stuttgart und unsere, im Vergleich sind das halt schon wesentlich mehr Chancen auf der Stuttgarter Seite. So, und wenn ich mir hier die Statistik angucke, 24 zu 13 Schüsse, perfekt. In jedem Fall passiert dann, was passieren musste. Stuttgart kriegt mal wieder einen Standard, einen Eckball in der Nachspielzeit, nach der 19. Minute. Ja, und dann macht Endo das 2-1 für Stuttgart. Das Stadion rastet aus. An sich mag ich den VfB, gönne dem VfB auch den Klassenerhalt. Ich muss sagen, Endo habe ich das Tor gar nicht gegönnt. Seine Schauspieleinlagen haben mich übertrieben abgefuckt in dem Spiel. Aber ob ich mich da jetzt drüber abfacke oder nicht, es ist halt so, wie es ist. Union macht dann kurz vor Schluss in Person von Avoni dann noch das 3-2 und gewinnt das Spiel. Und bevor mich jetzt hier die Leute falsch verstehen und ich die Saison nicht als gut sehe oder so, da sage ich gleich schon mal was zu, habe ich nur auf Insta gepostet, da haben mir dann direkt viele geschrieben, dass sie es anders sehen, könnt ihr gerne machen. Ich sage in jedem Fall immer meine Meinung, das werde ich auch jetzt machen. Für mich ist die glücklichere Mannschaft in die Euroleague eingezogen und zwar Union. Damit sage ich nicht, dass Union es nicht verdient hat, nur hat der FC sich in dieser Saison nahezu jeden Punkt mühselig erarbeiten müssen und Union hat halt echt schon sehr viele Geschenke bekommen diese Saison. Wenn man das schon mal sieht, alleine gegen Fürth,
ja, wird für das Verteidiger, der dreimal die Chance hat, den Ball zu klären, denkt er erst Messi, verliert den Ball, dadurch fällt ein Tor. Dann im Spiel gegen uns macht Hector einen Pass, den er wahrscheinlich so in seinem Leben nie wieder macht. Jetzt wird der ein oder andere sagen, es sind individuelle Fehler und die muss man auch erstmal nutzen. Ich persönlich sage, das sind Geschenke, die hat der FC leider nicht bekommen oder zumindest nicht in der Masse, wie Union sie bekommen hat. Hätten wir sie bekommen, dann wären wir letztlich auf Platz 6 gewesen, denn ich sehe Union nicht besser als wir. Ich finde es auch ein bisschen schade für Freiburg, dass Union auch noch für Freiburg steht. Das finde ich in jedem Fall nicht verdient. Ohne jetzt Unions Europateilnahme, wie gesagt, es geht ja nicht um verdient. Union hat das verdient. Ich sehe Union nur nicht besser als uns. Ich sehe aber Freiburg klar besser als Union. Union ist allerdings jetzt durch den Sieg noch auf Platz 5 gesprungen. Ja, aber so ist manchmal Fußball, Freunde. Die kleinen Dinge entscheiden manchmal ja, über Ausgänge und da hat der FC leider den kürzeren gezogen. Jetzt sind dann jetzt auf Platz 7, müssen dann jetzt eine Playoff-Runde spielen, leider. Und das ist halt auch das Ding, wo wir jetzt gegen Wolfsburg halt ja, den Platzsturm nicht hätten machen sollen, in meinen Augen. Ich kann das verstehen, dass die Leute sich freuen, aber letztlich sind wir ja noch gar nicht 100% in Europa. Wir sind halt jetzt leider nur in den Playoffs. Ist sehr schade. Ich denke, Euroleague wäre für uns verdient gewesen. Es war auf jeden Fall mehr drin. Hätten wir erreichen können. Aber, wie ich schon gesagt habe, die kleinen Dinge entscheiden. Union macht halt heute in der 89. noch das Siegtor. Ja, und erwischt dann den wahrscheinlich einzigen richtig grauenhaften Tag von Freiburg in der Rückrunde. Ja, und wir verlieren mit 17-3 Torschüssen 1-0 zu Hause gegen Wolfsburg. Könnte man fast denken, es ist ein FIFA-Spiel. EA Sports, Grüße gehen raus. Ja, aber was soll man machen, Freunde? Wir können jetzt rumrollen, wir können uns abfacken. Ich denke mal, so wie ich bin, ich will immer das Beste. So ist es ja auch in FIFA, deshalb werde ich mich wahrscheinlich auch noch ein bisschen länger darüber abfacken. Aber ich versuche trotzdem, die gute Saison unseres FCs in den Vordergrund zu stellen. Die sportliche Entwicklung ist überragend gut. Es ist eine fußballerische Idee zu sehen. Viele Spieler sind aus ihren Löchern gekrochen oder haben eine geisteskrank gute Entwicklung genommen. Und ja, momentan stimmt sehr, sehr vieles einfach in unserem Verein. Und natürlich sollten wir glücklich mit der Saison sein. Bin ich auch. Es ärgert mich trotzdem maßlos, dass wir halt nicht die Euroleague-Quali geschafft haben, weil es halt A, mehr Geld gibt, B, wären wir sofort in der Gruppenphase gewesen und C, wenn du jetzt da nicht weitergekommen wärst, wärst du dann halt wahrscheinlich als Dritter in die Conference League runtergegangen. Ja, so musst du jetzt die Playoffs spielen. Du musst hoffen, dass du da Losglück hast und da jetzt nicht irgendeine Mannschaft kriegst, wo du direkt ja, bis an dein Lebensende ölen musst. Ja, das sind so ein bisschen die Haken, was mich ein bisschen echt so ein bisschen sauer macht. So. Und man sagt ja auch oft, im Fußball gleichen sich Dinge aus. Heute hat der VfB ganz klar verdient gewonnen, wie ich eben schon gesagt habe. Nur letzte Woche haben wir halt ganz klar unverdient verloren. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, einfach irgendwie einen Ball durchrutschen und das Spiel gewinnen. Natürlich mit dem 3-2 kurz vor Schluss von Union hätte uns ein Sieg letztlich auch nichts gebracht. Das ist vollkommen richtig. Trotzdem war es letztlich ein Tor, was uns gefehlt hat. Wenn wir das 2-1 machen, denke ich mal, gewinnen wir das Spiel auch. Und eben das Tor, was dann in Berlin noch gefallen ist. Aber Freunde, es ist mühselig, da kann man jetzt ewig drüber reden. Die Leistung von uns heute war in jedem Fall nicht gut genug, wie ich finde. Trotz allem war es sehr unlucky. Auch wenn uns das für die Tabelle nichts mehr gebracht hätte, wäre zumindest ein Punkt, das gute Saisonausklang noch schön gewesen. Jetzt werden die meisten sagen, so bleibt Stuttgart wenigstens drin und Hertha gehen in die Relegation. Ich habe auch lieber Stuttgart in der Bundesliga als Hertha. Trotz allem geht es hier um unseren Verein und da hätte ich mir dann trotzdem nochmal einen vernünftigen Abschluss gewünscht. Aber ja, ihr merkt, Freunde, ich bin immer noch, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen angefressen. Das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Ja, weil ich jemand bin, so, ich habe selber lange Fußball gespielt, auch bei FIFA immer. Ich will immer das Beste, so, ich bin ehrgeizig, so, und keine Ahnung. Wenn der FC jetzt in Stuttgarts Situation wäre und wir wären in die Relegation gekommen, nicht auf Platz 15, wäre ich genauso abgefuckt wie jetzt. Also, das hat gar nichts damit zu tun, ob wir oben stehen oder unten, so. Ich bin ehrgeizig, ich will immer das Beste haben. Das ist einfach mein
naturell, so bin ich halt einfach. Ja, aber trotzdem kann man nur sagen, an die 6 Teams, die vor uns stehen, GGs, gute Saison, Glückwunsch. Jeder hat es verdient, international zu spielen. Auch an Stuttgart alles Gute zum Klassenerhalt, Glückwunsch. Freut mich auch vor allem für Alex Werle, dass er da nicht direkt einen Neuaufbau in der zweiten Liga starten muss oder in der Relegation nochmal schwitzen muss, was er ja letztes Jahr bei uns schon musste. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, bin ich gespannt, was ihr zu dem Spiel sagt. Schreibt wie immer alles sehr gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, ihr könnt immer konstruktive Kritik äußern, können auch sehr gerne andere Meinungen sein. Ich persönlich sage nicht, dass Union unverdient international spielt. Ich persönlich sage, dass Union glücklich vor dem FC und vor allem vor Freiburg steht. Also Freiburg ist für mich fußballerisch klar besser als Union, muss ich euch ehrlich sagen. Aber ja, Freiburg hat halt jetzt am Ende dann halt 2 Niederlagen einstecken müssen. Und das sind halt diese Kleinigkeiten dann am Ende, die dann über eine Saison entscheiden. Genauso wie bei uns halt die 2 Niederlagen. Schade, dass wir den Schwung von den Spielen vorher nicht mitnehmen konnten. Aber so ist Fußball halt. Müssen wir akzeptieren. Werde ich irgendwann in den nächsten Tagen dann auch akzeptieren. Und ja, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls du neu bist. Und dann würde ich sagen, schreib fleißig in die Kommentare. Ich hoffe, die letzte Reaction hat euch gefallen. Ich werde auch im Sommer weiterhin FC-Videos machen, gucken. Ich werde ein bisschen innovativ, was wir da alles machen. Und ja, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder am Start seid. Euer Fabio ist raus, Freunde. Haut da rein und ciao.